Om Shanti. Dies ist die Murli des 5. Mai 2015. Die Essenz. Geliebte Kinder, begebt euch nur in sehr gute Gesellschaft. Wenn ihr bereits von unguter Gesellschaft gefärbt seid, dann fallt ihr. Schlechte Gesellschaft lässt den Verstand verkümmern. Frage: Wofür solltet ihr Kinder Begeisterung empfinden? Antwort: Begeistert euch dafür, in jedes Dorf zu gehen und dort zu dienen. Was ihr auch habt, setzt es für den Dienst ein. Der Vater rät euch: Kinder, befreit euch von jeglicher Unterstützung dieser alten Welt. Hängt hier an nichts mehr. Lasst euer Herz an nichts mehr hängen. Das Lied: Führe uns weg aus diesem Land der Fehler, an einen Ort der Ruhe und Behaglichkeit. Om Shanti. Ganz gleich, ob es die Welt der fehlerhaften oder der reinen wohltätigen Seelen ist, wenn Welt erwähnt wird, bezieht sich das auf den Zustand der Seelen. Erst wenn es hier Leid gibt, rufen die Menschen. In der Welt der reinen, wohlhabenden Seelen bittet niemand darum, fortgebracht zu werden. Ihr versteht, dass euch all dies kein Priester, Sannyasi oder Schriftgelehrter sagt. Dieser Brahma sagt selbst: Vorher kannte ich dieses Wissen auch nicht. Ich habe sehr intensiv die Ramayana und andere heilige Schriften studiert. Baba sagt: Ich gebe euch dieses Wissen und dieser hier hört auch zu. Dies ist jetzt die Welt der Seelen, voller Fehler. Über die Welt der reinen und wohltätigen Seelen sagt man: Es gab sie und sie sind gegangen. Man geht einfach zu ihnen, um sie anzubeten, und dann geht man wieder nach Hause. Sie beten auch zu Shiva. Wen betet ihr Kinder jetzt an? Ihr wisst, dass Gott Shiva der Allerhöchste ist. Er ist der gehorsame Vater, Lehrer und Erzieher. Kein anderer Guru könnte euch garantieren, dass er euch mit sich zurücknimmt. Keiner von ihnen kann irgendjemanden mit zurücknehmen. Ihr sitzt jetzt persönlich vor Baba, aber sobald ihr von hier nach Hause kommt, vergesst ihr. Ihr genießt es sehr, ihm persönlich zuzuhören. Baba sagt wiederholt: Kinder, studiert sehr gut. Werdet in dieser Hinsicht nicht nachlässig. Verfangt euch nicht in schlechter Gesellschaft. Ansonsten verkümmert euer Intellekt sogar noch mehr. Ihr Kinder wisst, was ihr wart und was ihr getan habt. Ihr werdet jetzt Gott hätten und die alte Welt ist im Begriff, abgerissen zu werden. Warum solltet ihr euch wegen dieser Gebäude hier Sorgen machen? Vergesst diese ganze Welt und hängt euer Herz an nichts mehr. Ansonsten wird sie für euch zu einem Hindernis. Ihr seid doch dabei zu gehen, um eure diamantenen, mit Juwelen besetzten Paläste der neuen Welt zu bauen. Wenn euch immer noch das Geld oder anderes von diesem Ort gefällt, dann werdet ihr noch daran hängen, wenn der Zeitpunkt da ist, euren Körper zu verlassen. Wenn ihr weiterhin mein denkt und sagt, dann wird das am Ende vor euch auftauchen. Hier wird alles abgerissen
und dann geht ihr in euer Königreich. Also warum solltet ihr euer Herz jetzt noch an dieser Welt hängen? Dort gibt es Glück ohne Ende. Das wahre Wort ist Himmel. Wir sind jetzt dabei, in unser wahres Zuhause zurückzugehen. Dies ist Ravans Zuhause und nicht unseres. Wir bemühen uns jetzt darum, uns von allem zu befreien. Baba inspiriert uns, uns keine Unterstützung mehr von der alten Welt zu holen. Hängt hier an nichts mehr. Euer Magen braucht nicht so viel. Es gibt so viele Ausgaben für nutzlose Dinge. Kinder, habt viel Enthusiasmus für den Dienst. Viele Kinder sind daran interessiert, in den Dörfern zu dienen. Aber wozu sind diejenigen zu gebrauchen, die kein Interesse daran haben, zu helfen? Wie der Vater, so sollten auch die Kinder sein. Stellt allen den Vater vor. Erinnert euch an den Vater und beansprucht von ihm eure Erbschaft. Baba ermutigt die Kinder, die sich dafür interessieren, zu helfen. Alles geschieht um des Dienstes willen. Stellt Baba allen vor. Schließlich gibt es nur den einen Vater und er kommt in Bharat. In Bharat herrschten gottgleiche Menschen. Es war erst gestern, dass es zunächst das Königreich von Lakshmi und Narayan gab und dann das von Rama und Sita. Dann gingen sie auf den Weg der Fehler ins Königreich Ravans. Sie kamen die Treppe immer weiter herab. Jetzt steigen sie stufenweise wieder auf. Es ist eine Sache von nur einer Sekunde. Das eine ist wahre Liebe und das andere ist oberflächliche Liebe. Erst im Seelenbewusstsein kann es echte Liebe für den Vater geben. Eure Liebe für die jetzige Welt ist. Eure Liebe für die jetzige Welt ist künstlich. Diese Welt wird abgerissen und wer jetzt dabei hilft, wird nie Hunger leiden. Seid interessiert daran zu helfen. Eure göttliche Mission ist ganz einfach. Niemand versteht, wie diese Wahrheit, diese Religion entsteht. Christus kam und gründete die christliche Religion und dann wuchs sie. Obwohl die Menschen dem gefolgt sind, was ihr Gründer gelebt hat, sind sie gefallen. Werdet jetzt seelenbewusst. Einen halben Kreislauf lang war der Vater im Königreich Ravans vergessen. Jetzt ist er gekommen, um uns aufzuwecken. Baba sagt, entsprechend dem Schauspiel musstet ihr absteigen. Das ist nicht euer Fehler. In Ravans Königreich wird der Zustand der Welt so. Der Vater sagt, ich bin jetzt gekommen und unterrichte euch. Es geht darum, jetzt wieder euer Königreich zu beanspruchen. Ich mache euch keine Schwierigkeiten. Als erstes gilt, esst kein unreines Essen, das draußen zubereitet wurde. Bleibt stets mit mir verbunden. Ihr Kinder wisst doch jetzt, dass sich der Zyklus des Schauspiels ständig wiederholt. Euer Intellekt besitzt das Wissen von Beginn, Verlauf und Abschluss des Schauspiels. Ihr könnt es jedem erklären. Vor allem aber lasst es die Erinnerung an den Vater geben. Trefft sie aus Dienstgründen und macht sie zu euren Gefährten. Auch ihr Frauen und Mütter solltet nach draußen gehen. Habt keine Angst davor. Es wird euch ein Set
Bilder mitgegeben. Ihr könnt sehr viel tun. Wenn ihr sie dann verlasst, werden sie fragen, wer soll uns jetzt unterrichten, wenn du gehst? Sagt ihnen, wir stehen bereit zu dienen. Sorgt für die Unterbringung und so weiter und werdet auch selbst Werkzeuge und nutzt ganz vielen. Baba ermutigt euch zu dienen. Durch den Mut der Kinder wächst der Dienst. Diese Treffen dauern nicht nur 10 bis 15 Tage und sind dann beendet. Spirituelle Treffen gehen immer weiter. Das Treffen der Seelen mit der höchsten Seele findet jetzt durch diese wahre Mela, durch diese wahre Zusammenkunft statt. Dieses Treffen der Seele, dieses Treffen endet, wenn der Weltdienst getan ist. Kinder seid dem Schauspielgenieß sehr daran interessiert, mitzuhelfen. Das Wissen des unbegrenzten Vaters befindet sich nun auch im Intellekt von euch Kindern. Der Allerhöchste macht mich so edel. Sprecht so mit euch selbst. Haltet unter euch Seminare ab. Holt euch Babas Rat und engagiert euch. Wenn ihr Hilfe braucht, Baba der eine mit einem großen Herzen sitzt hier. Alles ist im Schauspiel festgelegt. Macht euch keine Sorgen. Wie sonst sollte denn die Schöpfung stattfinden? Wer etwas tut, erhält die entsprechende Belohnung für sein Tun. Ihr Kinder hattet einen Verstand wie Stein und verwandelt euch zu denjenigen, die einen diamantenen Verstand haben. Durch das Wissen macht Baba euch so rechtschaffen. Dann bringt Maya euch dazu, Baba den Rücken zuzukehren. Sie führt euch an der Nase herum. Kinder, begebt euch in sehr gute Gesellschaft. Schlechte Gesellschaft färbt ab und lasst euch fallen. Baba verbietet euch, Filme anzusehen. Wer sich angewöhnt, Filme anzusehen, kann nicht damit aufhören, unrein zu leben. In dieser Welt handeln alle Menschen sehr unsauber. Eigentlich lautet die Bezeichnung Bordell. Der Vater errichtet den Tempel Shivas und dieses Bordell wird angezündet werden. In dieser Welt handeln alle Menschen sehr unsauber. Entschuldigung. Der Vater errichtet den Tempel Shivas und dieses Bordell wird angezündet werden. In dieser Welt schlafen alle den gottlosen Schlaf des Kumbhakarna. Ihr wisst, dass ihr jetzt dabei seid, in den Tempel Shivas zu gehen. Früher wart ihr auch wie die Affen. Es gibt darüber eine Geschichte in der Ramayana. Ihr seid jetzt die Helfer des Vaters. Ihr errichtet dank eurer Kraft jetzt das Königreich. Dieses Land Ravans wird abgerissen. Baba zeigt euch fortwährend viele Taktiken. Wenn ihr niemandem Wissen gebt, wie wollt ihr dann eine Frucht erhalten? Esst erst, nachdem ihr 10 bis 15 Menschen den Weg gezeigt habt. Tut zuerst etwas Nützliches und dann kommt hierher. Denkt nicht mehr an die Menschen, denn sie leben jetzt sehr unrein. Denkt an den einen Vater, den Reiniger, und werdet Meister in einer gereinigten Welt. Eure letzten Gedanken führen euch zu eurer Bestimmung.
gebt diese Botschaft dem einen oder anderen und kommt dann zurück und esst es. Sagt es jedem. Wenn du dich an den Vater erinnerst, kannst du zukünftig einen hohen gesellschaftlichen Rang beanspruchen. Ah, ciao. Den lieblichsten Geliebten, lange verlorenen und jetzt wiedergefundenen Kindern. Liebe, Grüße und guten Morgen von der Mutter, dem Vater, Babdada. Der Seelenvater sagt Namaste zu den Seelenkindern. Dann gab es eine Abendklasse vom 17. März 1968. Wenn ihr irgendwo einen Vortrag haltet, dann trefft euch vorher 3 oder 4 Mal mit anderen und übt es. Ihr könnt einen sehr guten Vortrag halten, wenn ihr die Punkte verfeinert und noch ergänzt. Wenn ihr beim Wichtigsten, und in Klammer steht, wer ist der Gott der Gita, erfolgreich seid, dann werdet ihr auch in allem anderen Erfolg haben. Dafür finden die Veranstaltungen statt, oder? Ihr versteht, dass der Baum ganz sicher wächst. Alle werden Mayas Stürme erleben. Allgemein schreiben die Kinder, die Lust hat mich geohrfeigt. Man versteht darunter den Verlust des ganzen Einkommens, das bisher verdient wurde. Ihr verliert auch, wenn ihr euch ärgert. Aber das andere wird doch so erklärt. Indem ihr die sinnliche Begierde beherrscht, könnt ihr die Welt beherrschen. Wenn euch die Lust besiegt, hat euch alles besiegt. Wen die Lust besiegt hat, dessen ganzes bisheriges Einkommen geht verloren. Sie nehmen eine Bestrafung auf sich. Seid daher sehr vorsichtig, denn die Bestimmung hier ist sehr hoch. Ihr Kinder wisst, dass ihr die Selbstbeherrschung auch schon vor 5000 Jahren erlangt habt. Gerade wird das Gottheitenkönigreich durch dieses Studium erschaffen. Es hängt alles vom Studium ab. Ihr werdet dem Vater nur durch das Studium ebenbürtig, indem ihr alles tief verinnerlicht. Führt eine Liste, damit euch bewusst wird, inwieweit ihr ihm gleich geworden seid. Je tiefer ihr verinnerlicht, desto lieblicher werdet ihr. Kinder, seid sehr lieblich. Der Tag der Befreiung, um den sich so viele Menschen bemühen, ist nun für euch Kinder gekommen. Der Vater gibt allen zur selben Zeit Befreiung und Befreiung im Leben. Nur diejenigen, die sich bemüht haben, Gottheiten zu werden, erlangen das befreite Leben. Alle anderen erlangen die Befreiung. Man kann hier noch nichts genau berechnen. Einige bleiben zurück, haben aber eine Vorstellung vom Umbruch. Sie werden Zeugen dieser schönen Zeiten sein. Bemüht euch in allen Situationen. Es ist nicht so, dass ihr einfach in Erinnerung sitzt und alles wird von selbst fertiggestellt. Nein. Nur was im Schauspiel vorgesehen ist, geschieht weiterhin. Habt daher keine Erwartungen. Bemüht euch, aber es geschieht immer wieder nur, was im Drama festgelegt ist. Wenn ihr weitergeht, wird euer Verhalten das eine Bruderschaft sein. Je mehr ihr euch bemüht, desto besser könnt ihr diese geistige Haltung beibehalten. Wir sind körperlos gekommen und haben nun den Kreislauf der 84 Leben beendet.
Baba sagt, kehrt nun in eure karmafreien Stufe nach Hause zurück. Sprecht mit allen über die Schriften. Das Wichtigste ist die Verbindung mit Gott und Beginn, Verlauf und Ende der Welt zu verstehen. Ihr beherrscht die Welt, indem ihr diesen Kreislauf versteht. Man erinnert sich an Befreiung im Leben innerhalb einer Sekunde. Die Anbetung dauert einen halben Kreislauf lang und in dieser Zeit gibt es kein Wissen. Nur der Vater hat das Wissen und ihr lernt es vom Vater kennen. Dieser Vater ist so außergewöhnlich und dennoch treten nur eine Handvoll aus vielen Millionen hervor. Andere Leute sagen normalerweise nicht, was dieser eine sagt. Ich bin der Vater, Lehrer und Guru. Daher sind die Leute verwundert, wenn sie das hören. Zu Bharat sagt man Heimatland, weil der Name Amba sehr bekannt ist. Im Namen von Amba gibt es viele Feste und Ausstellungen. Das Wort Amba ist sehr lieblich. Sogar kleine Kinder lieben ihre Mutter so sehr, weil sie ihnen zu essen gibt und sich um sie kümmert. Jetzt benötigt ihr auch Ambas Baba. Diese Tochter wurde angenommen und hatte keinen Ehemann. Das ist etwas Neues. Prajapita Brahma hat sie sicherlich adoptiert. Weil viele Kinder helfen, finden so viele Melas statt. Auch darum gibt es so viel Verehrung. Niemand hat so viele Schüler gelehrt wie Mama. Mama ist so berühmt und es gibt so viele Melas. Ihr Kinder wisst nun, dass der Vater persönlich gekommen ist und euch die Geheimnisse über Beginn, Verlauf und Ende der Schöpfung erklärt. Ihr kennt und liebt den Vater und das Zuhause. Ihr verdient durch dieses Studium so viel. Seid also glücklich. Seid ganz normal. Die Welt weiß nicht, dass der Vater da ist und dieses Wissen gibt. Nur er kommt und erzählt euch Kindern all diese neuen Dinge. Durch dieses grenzenlose Studium wird die neue Welt geschaffen. Habt kein Interesse mehr an der alten Welt. Genießt das Glück des Wissens. Alle werden bald nach Hause zurückkehren. Der Vater sagt zu allen Kindern, Kinder, ich bin da und gebe euch das Erbe der Befreiung und des befreiten Lebens. Warum vergesst ihr es? Ich bin als euer unbegrenzter Vater jetzt da, um euch Raja Yoga zu lehren. Wollt ihr denn meinem höchsten Rat nicht folgen? Das wäre ein riesiger, grenzenloser Verlust. Wenn ihr erst einmal Babas Hand loslasst, verliert ihr euer Einkommen. Acha. Gute Nacht. Om Shanti. Essenz zur Verinnerlichung. Erstens. Vergesst alles, was zu dieser alten Welt gehört. Folgt dem Vater und dient. Stellt jedem Baba vor. Zweitens. Schützt euch in dieser tugendlosen Welt vor schlechter Gesellschaft. Esst kein unreines, draußen zubereitetes Essen. Schaut euch keine Liebesfilme an. Deswegen mögt ihr jemand sein, dem die Bemühungen leicht fallen.
macht die Atmosphäre durch euer edles Bewusstsein spirituell. Setzt eure Spiritualität dafür ein, die Atmosphäre eures Dienstortes spirituell zu machen. Dadurch kommt ihr selbst und auch die Seelen, die noch kommen, leichter voran. Alle, die zu euch kommen, sind von der Atmosphäre draußen müde geworden und benötigen extra Kooperation. Helft daher mit einer spirituellen Atmosphäre. Seid in eurem Bemühen selbst leicht und ermöglicht dies auch anderen. Lasst alle Seelen, die zu euch kommen, diesen Ort als Platz für ein leichtes Vorankommen erleben. Und der Segen, Jindaslogan, seid Segenspender und gebt fortwährend Segen in Form guter Wünsche und reiner Gefühle. Seid Segenspender und gebt fortwährend Segen in Form guter Wünsche und reiner Gefühle. Om Shanti.